Hallo meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren Video. Heute geht es wieder um Skins und zwar um die Shiny Skins aus CS2. Wie ihr wisst, sind da ganz, ganz viele Skins, die früher gar nicht so cool ausgesehen haben, jetzt sehr sweet, weil sie unter anderem richtig shiny sind, glänzend sind. Darunter befinden sich auch Skins, die man sonst eigentlich gar nicht im Blick hat und diese möchte ich euch heute zeigen. Wir gehen weiter, wir haben das Ganze schon mal gemacht mit den Pistolen und machen jetzt die SMGs, also MAC-10, MP9, UMP45 und so weiter und so fort. Achso, und falls ihr euch davon direkt welche kaufen wollt, zwecks Investment. Dreistellig ist doch im Normalfall... dreistellig, oder? Egal. Wir beginnen wie eben angesprochen mit den MAC-10s. Die MAC-10 Silver, ich denke, das ist alleine schon vom Namen den meisten klar, dass die wohl in Richtung Shiny geht. Bei der Malachit ist es eigentlich auch klar, aber ich finde, das ist schon ein Skin, den man eigentlich gar nicht so oft sieht. Und gerade wenn man in Richtung blau-grün-türkises Inventory gehen möchte, ist das ein extrem geiler Skin, den man sich zulegen kann. Die MAC-10 Silver von gerade eben steht übrigens bei ein paar Cent vom Einkaufspreis. Die Malachit liegt schon bei ein paar Euro, aber es ist immer noch recht erschwinglich für so ein geiles Teil. Als nächstes haben wir die Nuclear Garden am Start. Die ist nicht ganz so glänzend wie die anderen, aber man sieht auf jeden Fall, dass hier ein gewisses Lichtspiel stattfindet. Ich kann mal ganz kurz zum Vergleich einen Skin aufmachen, bei dem die ganze Geschichte halt nicht so ist. Also du siehst zwar auch, dass die Sonne hier drauf scheint, aber es hat so eine gewisse Mattness auf dem Skin liegen. Die Nuclear Garden hat das aber eben nicht. Sie bleibt schön farbig kräftig. Die liegt mittlerweile auch schon bei um die 5 Euro. Auch bei den Case Hardened Skins ist, denke ich, jedem klar, dass die natürlich richtig, richtig, richtig scheppern. Hier ist der Preis leider auch schon, logischerweise recht hoch. Also da legt man einen Riesenhaufen Geld für hin. Um die 100 Euro oder mehr kann man da auf jeden Fall anlegen. Kommt natürlich auch aufs Pattern an. Der nächste Skin, und zwar die Gold Brick. Das ist auch so ein Skin, den sieht man eigentlich nie. Also den, ja... Es ist einfach sowas, das spielt keiner. Es ist so krass hier in CS2, also wirklich hardcore, super duper glänzend. Noch krasser als die Case Hardened Serie. Es ist wirklich insane. Das Teil ist natürlich auch vom Preis her leider schon bei 50 bis 60, 70, 80, 100 Euro. Aber also für ein Gold oder Gelb Loadout, also eigentlich ein Muss, ne? Holy shit, ist das Teil krass. Auch die MAC-10 Ember Fate ist hier natürlich mitten in der Liste drin. Der Glossy-Effekt, der Glänze-Effekt, nicht so ganz krass wie jetzt gerade eben die goldene, aber schon auf jeden Fall auch noch gut. Ne? Also lecker Teilchen. Vom Preis her, naja, so 16 bis 30 Euro. Wobei man natürlich, wenn man die Augen offen hält, auf Skinbaron zum Beispiel auch noch Schnapper sich schießen kann. Natürlich kommt hier direkt hinten dran die Fate, die ist wieder ein gutes Stück krasser, darum auch im Preis bei 50 bis 100 Euro eben auch. Ja, schon hab ich. Bei den MAC-10s kommt zu guter Letzt noch die Stalker mit ran und die ist auch insane. Also das erwartet man gar nicht. Man denkt so ein bisschen, gut, die ist wie die eine hier von vorhin, was war's? Die Nuclear Garden. Aber dass die so krass reinglänzt, ja, sehr überraschend. Mittlerweile ist die auch extrem im Preis explodiert. Also die steht jetzt so bei 11 bis 80 Euro. Stashback natürlich nochmal ein bisschen mehr. Aber wirklich eine geile Geschichte. Also die haben wir schon unglaublich oft in den Giveaways auch rausgehauen. Gerade weil sie früher auch sehr, sehr erschwinglich war vom Preis her. Aber nichtsdestotrotz halt ultimativ gut aussieht. Weiter geht's mit den MP9s. Hier einmal die Army Sheen an sich. Ein nicht so schöner Skin, aber doch auf jeden Fall auch glänzig. Ist, glaube ich, immer noch bei ein paar Cent, wenn ich es richtig gesehen habe. Ja, unter einem Euro. Die Bioleak hingegen ist schon ein bisschen krasser, aber trotzdem noch sehr, sehr günstig. Auch bei circa einem Eu. Ja, sogar noch darunter. Also, ja, so Richtung Gelb bzw. grünes Inventory kann man eigentlich schon zugreifen, wenn man so richtig auf Budget gehen will. Weiter geht's mit der Music Box. Auch wieder ein Skin, den ich glaube, jetzt hier zum allerersten Mal gesehen habe. Ja, ist ganz nett, kostet aber mittlerweile auch schon diverse Euronen. Hier in Nicht-Souvenir 14 bis 15 geht, in Souvenir günstiger. Ja, ist, denke ich, eher sowas für Liebhaber. Die Hypnotic kennt man wiederum, oder ich kenne sie zumindest ganz gut. Die liegt aber auch schon bei 30, 40 Euro. Ja, für Black and White, Loadout natürlich Crank. Und für die Rot-Fans die Hot Rod. Das ist auch ein besonders krasses Teil. Also hier ist es, denke ich, auch nicht schlecht, dass sie nicht so komplett glänzig ist, sondern einfach nur so ganz leicht vor sich hin leuchtet, wenn sie angestrahlt wird oder eben das Licht zurückwirft. Zu glänzig wäre krass bei dem Teil. Das wird irgendwie den Skin, würde ich sagen, auch ein bisschen verkeckeln. So ist es schon sehr, sehr nice, dass man einfach dieses Rote, das kräftige Rote gut sehen kann. Die war, glaube ich, schon immer recht happig vom Preis her. 80 bis 100 Euro oder mehr kann man anlegen. Und zu guter Letzt die MP9 Stained Glass hier bei den MP9s. Die hat auch einen sehr schönen Glanz, auch nicht zu übertrieben. Passt auch sehr gut zu dem Skin. Und ja, gerade im Licht ist er natürlich besonders schön. Wenn man jetzt einfach so anguckt im Schatten, naja, nicht so prickelnd. Über 100 Euro das Teil, ja. Kommen wir nun zu den UMPs. Hier haben wir die Carbon Fiber und die ist auch sehr, sehr, sehr glossy. Also wer darauf Wert legt und was ganz Günstiges haben möchte, kann sich hier die Carbon Fiber snacken oder sich damit eindecken, falls er glaubt, dass die noch teurer werden. Die stehen gerade bei so 18 bis 20 Cent. Ja, ist jetzt nicht ultra besonders, aber schon ganz nett. Als nächstes kommt die UMP45 Blaze.
auch so ein bisschen Licht zurückwerfen. Trotzdem teuer, die Blazkins, die kennt man ja auch von der Desert Eagle. Die, ja, die können halt schon auch ihr Ding, ne, was den Preis angeht. 30, 40 Euronen kann man da anlegen. Und auch hier bei der nächsten und zweiten Crime Scene kann man mit einigen Pignonsen rechnen, wobei sie gar nicht so krass glänzig ist. Also die ist wirklich ganz, ganz schwach reflektierend. 80 bis 100 Euro. Und die UMP 45 Fade. Schweineteuer, geiles Teil. Wobei ich finde, es gibt schon schönere UMP 45 Skins. Also auch jetzt hier schon in der Liste. Allein die Crime Scene finde ich an sich eigentlich besser, weil sie halt, weil die Waffe voll beskinnt ist. Das ist zwar nice hier, aber es sieht einfach so dödlich aus, wenn hier dann am Rest nichts dran ist. Ja, hier kann man dann halt mal locker irgendwie 100 bis 900 Euro oder noch mehr reinstecken. Das war's dann auch schon mit den UMPs. Weiter geht's. Oh ja, mit der MP7 Sunbaked. Den Skin muss man sich auf jeden Fall in BS holen, wenn man auf Gold steht. Da sieht er wirklich wunderschön aus. Also, wobei in Avengers auch gut auskommt. Ist halt eher Silber. Wir haben den Skin bereits vor einem Monat oder so entdeckt, beziehungsweise haben halt ein paar gesagt, ey, übrigens, die Sunbake, die ist richtig geil, wenn man halt auf Gold gehen will. Und da habe ich mich auch direkt gut eingedeckt, auch für die Giveaways und die immer wieder rausgehauen. Die liegen bei 5 bis 20 Cent, aber steigen halt ein klein wenig. Ich nehme an, halt einfach wegen dem Gloss, ne? Sonst würde man das Ding in die Tonne schmeißen. Also bei Go war das Ding sicherlich kein Hingucker, aber hier ist sie schon sehr geil. Nächster Platz, hier die Cirrus für die Blau Boys wieder. Kann man sich nicht beschweren. Und der Preis ist auch unter einem Eu. Obwohl, wenn man Stat-Track haben möchte, kann man wie immer ein bisschen mehr anlegen. Aber man kriegt ja immer wieder mit, dass es viele gibt, die auf Stat-Track überhaupt nicht abfahren. Die sagen, das brauche ich nicht. Ja, ist mir egal. Ich spiele wiederum sehr gerne mit Stat-Track. Weiter geht's mit der Vault. Heißt, hab ich auch noch nie gesehen. Never ever, Havoc Collection. Das ist irgendwie, ist einfach an mir vorbeigegangen. 1 Euro bis 2 Euro, 2,50 Euro. Jo. Die Meeresschaum MP7, die Ocean Foam, die kenne ich auf jeden Fall. Das ist ja ein ganz nettes Teil. Also 4, 5 Euro bis hoch bis zu 11, je nachdem, was man gerne hätte. Ist aber auch nicht ultimativ geil. Natürlich schießt jetzt hier gleich die Fade wieder den Vogel ab. Und hier bei der MP7 zum Beispiel, da finde ich den Skin sehr nice. Da ist zwar auch viel noch nackt, aber hier ist es irgendwie nicht so tragisch. Nehmen wir mal ein anderes Pattern, das gefällt mir auf jeden Fall schon mal besser. Aber preislich halt, wobei es hier noch geht, also bei den Fade MP7 Skins sind sogar 8, 9 Euro ausreichend, wenn man in Field Tested und Minimalware einkauft. Hier ist jetzt mal eine in Field Tested. Geht. Also ich denke, die werden auch noch ein bisschen steigen. Wobei, gut, MP7, wer spielt MP7? Das ist halt auch wieder die Frage, ne? Als nächstes kommen noch zwei PD Bisons für euch, und zwar einmal die Brass. Auch richtig crank. So ein geiler Goldskin und unter einem Euro noch zu erhalten in BS. Wir gucken mal kurz, wie sie dann aussieht. Naja. Field Tested, ungefähr dann in Eu. Und das kann man schon machen. Also das ist ein geiles Ding. Also an alle Shiny-Sammler da draußen, die PB Bison Brass, die muss eigentlich schon in die Sammlung rein. Gerade für den geringen Preis. Da findet man auf dem Baron bestimmt auch nochmal was Günstigeres. Was richtig schön günstig ist. Carbon Fiber direkt hinterher und auch die letzte der PB Bison, die so schön glossy, bossy, skinny, shiny sind. Ja, die ist jetzt nicht wirklich besonders. Auch ein paar Penning wert. Obwohl, ich sehe gerade Minimal Wear Factory New 15, 16 Euro. Und schon kommen wir bei meinem Leibgericht an den P90s. Die Module hier einmal, sehr geil. Also richtig, richtig schön. 2, 3, 4 Euro, auch vollkommen in Ordnung, wenn man da in Richtung Blau gehen möchte. Die Barock Red, die sieht an sich sehr geil aus. Das ist ein schöner Skin. Bisschen leuchtig. Ja, 30, 40 Euro, klar. Cold Blooded sehe ich hier gerade als nächstes. Die Liste ist übrigens von Sanse. Er hat zu den Shinies einen Guide gemacht. Den werde ich euch auch hier in der Videobeschreibung verlinken. P90 Cold Blooded, die habe ich ja noch nie gesehen. Gott, ist die geil. Richtig, richtig sweet. Wahrscheinlich sau teuer. 70 bis 100. I. Und zu guter Letzt noch hier die Astral Jürgen. Lecker. Schweineteuer bestimmt. 300 bis 500 Euro. Ekel. Yo, das war's dann wieder hier. Beim nächsten Mal geht's dann weiter mit den Heavies. Vielen lieben Dank fürs Zusehen, für die Kommentare und für die Likes. Willkommen nochmal an alle Neuen. Im Moment sind wir gut am Wachsen. Dankeschön dafür. Es freut mich, dass ihr zu uns gefunden habt. Ich stream dreimal die Woche. Jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 20 Uhr. Da können wir uns auch live mal gemeinsam unterhalten, zusammen zocken und fette Giveaways machen, beziehungsweise ihr snacken, ich mach sie. Ja, bis dann. Later. Bye, bye. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam ein Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken fette Mutter auf die Instagram-Messe.